Herzlich willkommen bei Eshas Tarot bei einem kurzen Wochenimpuls. Ich möchte einmal schauen, was die Karten für dich in dieser Woche zu sagen haben. Wir sind in Kalenderwoche 46, die beginnt am 14. und endet am 20. November. So, lieber Widder, wir haben für dich einmal den Narren. Jetzt gucken wir mal, was die zweite Karte sagt. Okay, ich denke, da geht es irgendwie um Rücken. Irgendwas kommt in deinen Rücken rein. Du hast hier den Narren, da ist irgendwie so eine gewisse Naivität drin. Das kann sein, dass diese Naivität von dir auskommt. Also, dass du irgendetwas Unbedachtes sagst oder tust und dann kommt von hinten so ein Ritter der Schwerter und sagt, was hast du bitte gesagt, was soll das? So. Und gerade weil hier der Narr, seine Blickrichtung ist genau in die verkehrte Richtung. Ne? Er guckt nicht, was ist da vor ihm, hinter ihm, was hat er platt getrampelt, vielleicht hat er auch ein Blümchen platt getrampelt und vielleicht war es das Lieblingsblümchen vom Ritter der Schwerter. So. So ungefähr ist die Stimmung. Und jetzt kommt der angaloppiert und sagt, was hast du da getan? Was soll das? Und hier müsst ihr tatsächlich ein bisschen aufpassen, liebe Widder, dass ihr in dieser Woche nicht so wieder nah seid. Also lieber ein bisschen gucken, wo trete ich hin? Was sage ich? Wie äußere ich mich? Also lieber ein bisschen bedächtig. Hier ist eine Menge Fettnapfpotenzial in der Legung drin. Wir schauen jetzt nochmal. Ah ja. So. Gut, das ist jetzt interessant, dass wir hier zwei Ritter in der Legung drin haben. Also hier ist tatsächlich Fettnapfpotenzial. Hier ist jemand sehr, sehr wütend, weil ihr das Fettnäpfchen nicht ausgelassen habt. Und jetzt kommt hier der Ritter der Kelche, der sich so ein bisschen dazwischen stellt. Ich sag mal so, die gucken sich jetzt beide an und er ist wütend und hier kommt so ein Friedensangebot. Ne? Da musst du tatsächlich gucken. Also wenn du etwas getan hast in dieser Woche, was jemanden verärgert hat, dann solltest du gucken, dass du wirklich dann in die Position gehst. Ja, Entschuldigung, tut mir leid, habe ich nicht gesehen. Und nicht alles abstreiten und sagen, hey, was bist du denn? Das war doch jetzt gar nicht das Blümchen. Also das war schon länger platt getreten. Ne? Also wie gesagt, dann lieber Verantwortung übernehmen und gucken, dass ihr dann euch entschuldigt und dass sich das alles eher beruhigt. Ne? Hier ist, wie gesagt, hier ist wahnsinnig großes Fettnäpfchen hier in dieser Woche. Lieber Widder. Ob du das natürlich annimmst oder liegen lässt, ist immer deine Entscheidung, ne? Du bist gewarnt für diese Woche und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.